Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute ist der 6. Februar und am 6. Februar, weißt du, wer da Geburtstag hat? Du nicht. Bibi Heinicke. Ich kenne nur Bibi Blocksberg. Okay, Mama, hier, Bildchen, komm mal her. Guck mal hier, das ist Bibi Heinicke. Ja, Bibi Heinicke ist eine ganz bekannte YouTuberin. Musst du mit Respekt behandeln, weil du bist ja auch YouTuber. YouTuber. Hat die nicht mal so verbal auf die Fresse gekriegt, weil sie versucht hat, in Dublin, glaube ich, mit ihrem Freund 4 Tage umsonst ein Hotelzimmer zu bekommen? Und hat dann angefragt, hier, und hat das Hotel geschrieben, hier, vielen Dank für deine Anfrage, aber nee, ist nicht. Kann sein. Und dann hat die einen ganz schönen Shitstorm, Shitstorm. Der Shitstorm. Hat sie einen ganz schönen Shitstorm. Shitstorm. Genau. Ja. Dreimal hintereinander Shitstorm. Das Problem ist, oder das Schöne ist, wenn ich es einmal falsch ausspreche, ist ja egal, wenn ich es dreimal hintereinander sage. Versuch's mal dreimal hintereinander auf die gleiche Art. Shitstorm. Ja, genau. Shitstorm. Ja. Bibi Heinicke hat Geburtstag, Tirili Tirilo, das ist ja 93 geboren. 93? Ist ja so ein junger Hüpfer, ne? Okay. Ja, also die ist noch knackig, würde ich sagen. Meinst du? Ja, ja, jedenfalls untenrum. Du hast hier... Ich habe auch was mitgebracht. Ja, hast du mitgebracht? Am 6.2.1968... hat in Grenoble der Staatspräsident Charles de Gaulle die 10. Olympischen Winterspiele ausgerufen. Hä? Oder eröffnet, besser gesagt. Echt? Wusstest du das? Die 10, wo in Grenoble? Grenoble. Mhm. Wusstest du, oder woher kennst du Charles de Gaulle? Charles de Gaulle ist auf jeden Fall der Präsi gewesen aus Frankreich. Und davor? Davor war er Außenminister. General. Oder? Davor war er General. War im Zweiten Weltkrieg, hat er sozusagen auch den französischen Widerstand angeführt und hat da richtig Gas gegeben und wurde dann Ministerpräsident und wurde dann letztendlich auch zum Präsidenten gewählt von 59 bis 69. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Ja. Deshalb gibt es ja auch in Paris den Flughafen namens... Warte mal, lass mich überreden. Lass mich raten. Oscar Lafontaine, richtig. Ja, genau. Aber war der Oscar Lafontaine eigentlich schon mal in Neuseeland? Nicht, dass ich wüsste, wieso, was gibt's? Weil am 6. Februar, also heute, ja, ist ja jedes Jahr der Nationalfeiertag in Neuseeland. Ey, stimmt, ja, der Waitangi Day. Waitangi Day! Kennt man doch. Da machen die doch so. Das machen die doch so. Ja, ja. Das machen die doch so, oder? Ja, das machen die so. Ja, also 1934 wurde offiziell, also er wird seit 1934 offiziell gefeiert. Ne? Und was wird da gefeiert? Die Maori-Unabhängigkeit von Neuseeland zu England, würde ich sagen, oder? Fast. Der Vertrag machte Neuseeland zu einem Teil des britischen Reiches und garantierte damit den Maori die Rechte auf ihr Land und gab ihnen die Rechte als britische Staatsbürger. Natürlich, sage ich doch. Seit 1974 wird der offiziell als Feiertag. Guck mal, wie viel Ahoi-Brause man da verplempern kann. Ja! Ahoi-Brause. Mach mal mit. Jo, das war's wieder. Das war der 6. Februar. Ein bisschen schmerzhaft. Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein. Da ist der Pool nicht dabei. Habt ihr ein Glück. Ciao. Cheerio, Miss Sophie.